Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, für viele eher unangenehm. Doch Kälte richtig dosiert ist gesund, wird in der Medizin als Therapeutikum eingesetzt. Schwimmen bei Minusgraden im eiskalten See? Für Konstantin Falcojano nichts Besonderes. Er hat gute Gründe. Weil mich die Kälte gesund hält und weil ich einfach glücklich und ausgeglichen bin dadurch. Doch wozu ist Kälte gut? Kältereize dienen der Thermoregulation und ohne Thermoregulation würden wir erfrieren. Wir sind aber viel zu wenig Reizen ausgesetzt. Wir sind ständig im Warmen, die Räume sind beheizt. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns diesen Reizen aussetzen. Evangelische Kliniken Essen-Mitte. In der ältesten Naturheilkundeklinik Deutschlands zählen Kältereize zum therapeutischen Spektrum. Oberarzt Thomas Ramp setzt vor allem auf Kneipp-Anwendungen. Kneipp-Therapien sind gut erforscht, was Gefäßtraining anbelangt. Und sind gut fürs Immunsystem, schützen vor Erkältungen, sollten Sie auch mal probieren. Bei Kälte ziehen sich die Blutgefäße der Peripherie zusammen, um die Organe vor Auskühlung zu schützen. Hände und Füße erkalten und die Nasenschleimhäute werden schlechter durchblutet. Dadurch können sie Viren und Bakterien nicht mehr abwehren, die sich ausbreiten und eine Erkältung auslösen. Setzen wir uns hingegen regelmäßig Kältereizen aus, ziehen sich die Gefäße nur kurzfristig zusammen und dehnen sich schnell wieder aus. Die Schleimhäute sind gut durchblutet und machen Krankheitserreger unschädlich. Auch gegen Bluthochdruck ist Kälte ein probates Mittel. Jutta Kohaus leidet seit kurzem darunter. Teil ihrer Therapie sind kalte Güsse. Ich möchte eigentlich weg von den Tabletten. Und deswegen auch diese Maßnahme, dass ich das zu Hause eben auch anwenden kann. Das Prinzip dieser Therapie ist einfach. Wenn wir Kaltreize applizieren, dann ziehen sich die Gefäße erstmal zusammen. Die Gegenregulation ist, dass sie sich dann weiten. Und wenn man das wiederholt macht, beim Bluthochdruck sind 4 Wochen erforderlich, dann kann man langfristig damit den Blutdruck senken. Dazu gibt es auch gute Daten. Kälteanwendungen lindern auch Erkrankungen der Lungen und Bronchien. Seit 8 Jahren wird Ralf Altemeyer mit kalten Brustwickeln behandelt. Er hatte eine Lungenembolie und sollte möglichst Infekte vermeiden. Bei ihm wirkt Kälte direkt auf das Immunsystem. Decken wir ihn noch zu. Auf immunologischer Ebene, zum Beispiel bei unseren lungenkranken Patienten, COPD, passiert viel immunregulatorisch. Interleukin 4 wird runterreguliert, ist verantwortlich für chronische Entzündung. Und Interferon Gamma wird hochreguliert, ist wichtig für die akute Immunabwehr. Selbst Schmerzen klingen unter Kälte ab. Wie ist das zu erklären? Die Natur hat vorgesehen, dass bestimmte Reize priorisiert werden. Und in diesem Fall ist es so, dass der Kältereiz vom Organismus als der gefährlichere eingestuft wird. Und deshalb wird der Schmerzreiz übertüncht und der Kältereiz quasi weitergeleitet, um zum Beispiel nicht zu erfrieren. Es gibt etliche Studien zur therapeutischen Wirkung von Kälte. Johannes Naumann hat physikalische Therapien an der Universität Freiburg erforscht und bildet heute Ärzte darin aus. Die Datenlage zur Kälteanwendung ist eigentlich recht gut. Wir haben einige Studien, die uns zeigen, dass wer das macht, weniger Infekte hat, der Bluthochdruck besser wird. Auch Leute mit Herzschwäche, wenn sie nicht zu ausgeprägt ist, profitieren davon. Und moderne Studien zeigen, dass wir das jetzt auch im Pflegeheim zur Anwendung bringen, wo die alten Leute sich dann einfach wohler fühlen. Und auch die Pflegenden finden das toll, wenn sie für die was Gutes tun können. Extreme Kältereize bieten Kältekammern. Sie sollen gegen alles Mögliche helfen, von Kreuzschmerzen über Tinnitus bis zu Depressionen. Ist das gesichert? Tatsächlich versprechen einige Anbieter der Kältekammern völlig verrückte Sachen, für die es eben keine Daten gibt. Insbesondere fehlen uns Daten für Langzeitanwendungen, ob es auf Langzeit dann auch wirklich gute Wirkungen hat. Da sind mir jetzt keine Studien bekannt. Doch zum Abhärten und als Gefäßtraining nutzt auch Dr. Naumann die Kältesauna. Minus 180 Grad für 3 Minuten. Die trockene Kälte setzt einen kurzen, aber intensiven Reiz. Allerdings würde er das nicht jedem empfehlen.
Leute mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, die müssen sehr vorsichtig anfangen. Die profitieren natürlich langfristig davon auch, aber die müssen sehr vorsichtig da hineingehen. Wer gesund ist, kann den Trainingsreiz, den Kältereiz deutlich schneller steigern und dann tatsächlich am Ende sogar in ein Eisbad hineingehen. Auch Konstantin Falcojano hat mal klein angefangen und die Kältereize langsam gesteigert. Mittlerweile steigt er regelmäßig in den kalten See. Und das scheint ihm gut zu tun. Eisbaden hält mich einfach gesund und fit. Ich war schon jahrelang nicht mehr krank. Meine Krankheitstage in der Firma, in der ich gearbeitet habe, sind wirklich null seit Jahren. Und wenn ich mir so recht überlege, ich habe gar keinen Hausarzt mehr. Wer sich durch Kälte gesund halten will, sollte sich ihr regelmäßig aussetzen. Es muss ja nicht gleich ein winterliches Eisbad sein.